Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Unser Haus besteht zu 95% aus Laminat und Fliesen und unsere Katze kotzt auf die 5% Teppich. Jiu-Jitsu. Die Kunst, Kleidung zu falten, während sie die Leute noch tragen. Berlin-Besucher. Wenn ich dort drüben links abbiege, ist da dann der S-Bahnhof Schönhauser Allee? Der Berliner. Der ist auch da, wenn sie doch nicht abbiegen. Wie begrüßen sich zwei römische Apotheker? Salbe. Mein Opa hat früher Listen erstellt von Skipisten, wo Touristen nackt Ski fahren konnten. Das ist nun alles in Kisten. In den Nudisten-Touristen-Pisten-Listen-Kisten. Die Sonne scheint schon wieder so laut. Ich kann das mit bloßem Auge riechen. Junge, dann mach halt die Jacke zu, bevor du ins Bett gehst. Letzten Dienstag um die Zeit war schon 2 Tage Mittwoch. Was gibt es bei Familie Bieber heute zum Mittagessen? Tischstäbchen. Wie nennt man einsamen Käse? Gorgonzolo. Und welcher Käse ist ständig unzufrieden? Der Mozzarella. Ach ja, Käsewitze. Die 3 ungeschriebenen Gesetze des Lebens. Erstens, zweitens, drittens. In welchem zentralamerikanischen Land leben die meisten Hunde? In Honduras. Es gibt Tage, da ist Aufstehen schon der erste Schritt in die falsche Richtung. Nur weil ich mir eine Bettdecke aus deinen Fotos genäht habe, bin ich noch lange kein Stalker. Als ich jung war, hieß die Singlebörse Bolzplatz, Oma war Wikipedia und mein Bruder war der Virenschutz. Schon wieder ein Holzball. Langsam sollten die mal andere Spielsachen in die Avocados packen. Das Wichtigste an einer Kostprobe ist das S. Ich kann so gut singen, dass mein Nachbar den Beat gleich gegen die Wand hämmert. Tesla. Oder wie die Leute an der Börse sagen, Bitcoin auf Rädern. Julius Caesar, als er mit 23 Stichen im Sterben lag. Bitte benennt einen Feldsalat nach mir. Der Ernst des Lebens beginnt mit dem Moment, wenn du keine Gratiswurstscheibe mehr an der Fleischtheke bekommst. Habe vor kurzem noch bei der Zeitung gearbeitet. Kam aber mit dem Druck nicht klar. Ich habe mich in diese peinliche Lage reingetrunken, also trinke ich mich da auch wieder raus. Ich habe mir schon mal die schlechte Laune für morgen rausgelegt. 80% der Männer wissen nicht, warum ihre Freundin sauer ist. Und die anderen 20% wissen nicht, dass sie sauer ist. Ich bin nicht nur tollpatschig, ich bin hochbegabt. Da macht man im Kindergarten den Indianerschwur und 20 Jahre später heiratet die Schlampe einfach einen anderen. Wenn Stress wirklich zu Gewichtsverlust führt, warum bin ich da noch nicht so unsichtbar? Ein Backblech ist im Endeffekt auch nur ein etwas größeres Raclette-Pfännchen. Die Rapper von heute sehen teilweise echt so aus wie die Tische damals aus der Schule. Bei den wenigen Stunden, die ich dank der Arbeit zu Hause verbringe, könnte ich auch meine Katze als Hauptmieter eintragen. Das Nachlassen der Sehkraft passiert meist unbemerkt und dauert mehrere Jahre. Genauso ist es, wenn man verblödet. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.